Als wir mit den chinesischen Kollegen zusammen ein Ausstellungsthema formuliert haben, war eine der Überlegungen, dass es etwas sein sollte, wo ich chinesisches Publikum anknüpfen kann, wo zumindest eine erste Vorstellung besteht. Und das ist, so sehr es uns erstaunt, beim Thema der Aufklärung der Fall. Mich persönlich fasziniert an der Kunst der Aufklärung die Tatsache, dass die Zeit der Aufklärung für Deutschland, für Europa eine extrem wichtige Epoche war. Sowohl Deutschland als auch China befinden sich in einer Zeit des Umbruchs, in einer Zeit der Veränderung. Vor diesem Hintergrund halte ich diese Diskussion und den offenen Dialog nicht nur für sinnvoll, sondern auch für absolut angebracht und hilfreich. Das ist ein bedeutender Tag für die deutsch-chinesischen Beziehungen. Als Marke mit langer Verbindung zu Kunst und Kultur sind wir sehr stolz, hier heute sein zu dürfen und die Eröffnung des Nationalmuseums in Peking erleben zu dürfen. Wir haben natürlich auch in den letzten Jahren immer wieder die Erfahrung gemacht, dass große Projekte auch nur mit Unterstützung von Unternehmen oder Stiftungen möglich gemacht werden. Insofern hat es eine große Bedeutung, dass BMW sich auch für dieses Projekt engagiert hat. Ich glaube also, diese Ausstellung bietet auf andererseits auch eine Gelegenheit für die Menschen, nicht nur in China, sondern auch in Europa und auch in der anderen Welt, auch mal zu überlegen, wie können wir die Probleme unserer Welt lösen.